Was geht ab, Leute? Hier ist der Pyronappy. Was ist das hier? Mein 450 Abo Special Dingens Bummens. Dankeschön. So, zuallererst, bevor ich irgendwas anfange, möchte ich sagen: Dankeschön an alle neuen Abonnenten, an alle treuen Abonnenten, an alle Zuschauer, an alle. Ihr wisst schon, was ich meine. Danke dafür, dass ihr andauernd wieder zuseht und mir beim Quatschen zuhört oder uns beim Quatschen zuhört, je nachdem, was ihr euch anschaut. Ihr seid der Grund, warum ich das hier mache. Also, dass ihr weitermache. Großes Dankeschön. Und willkommen natürlich an alle neuen Abonnenten. Wie die meisten von euch wissen, habe ich jetzt einen eigenen TeamSpeak-Server mit GreedIP zusammen. Auf dem ihr natürlich, wie ihr Bock habt, drauf joinen könnt. Die TS-IP wird entweder gleich eingeblendet oder steht unten in der Beschreibung. Was habe ich geplant als 450 Abo-Special? Ihr könnt schon sehen, ich habe einfach mal einen Oriuken. Ich habe nicht aufgenommen, wie ich den bekommen habe. Wie ich mit dem gelevelt habe, habe ich auch noch nicht aufgenommen. Aber ich werde euch jetzt sagen, wie ihr ihn bekommen könnt. Ich werde euch Schritt für Schritt erklären, wo ihr hingehen müsst, wie die ganzen Quests wie die ganzen Quests ablaufen. Und das alles wieder auf meine Art, also spontan, nichts, weiß ich nicht, gegoogelt oder so, halt alles aus dem Kopf. So mehr oder weniger halt, ich habe mir halt ein paar Notizen gemacht, ich weiß, wo ich die Dinge angenommen habe und so, damit das reibungslos verläuft, ohne Probleme. Ich will ja nicht ganz oft die Quests neu starten. So, zuallererst braucht ihr, warte, wir digitieren zurück. Ihr braucht einmal dieses Digimon, das ist ein Raptor Dramon, digitiert so, Greatmon, Alphamon, dann Alphamon, Oriuken. Das wär dann bei euch ausgegraut, wenn ihr alles frei habt. Einmal das braucht ihr und dann braucht ihr natürlich dieses hier. Dum, dum, dum. Ein Ryodamon, was mal übelst lang gedauert hat und mich übelst angekotzt hat, aber egal, darüber reden wir jetzt nicht. Die beiden Digimon braucht ihr. Ich zeige euch als allererstes den Ryodamon-Part. Ihr geht mit Ryodamon, redet ihr hier oben, habt ihr Yogris, Kalumon. Wenn ihr Tamer Level 55 seid, die Digimon beide Level 41 sind, geht ihr hier hin. Nehmt die erste Quest an, ihr müsst die Quests, die Yogris Quests, immer mit den jeweiligen Yogris Digimon annehmen. Die werden euch auch nur mit diesen Digimon angezeigt. Also wechselt zu Ryodamon, nehmt die erste Quest an, die sagt euch, ihr sollt zu Snowman Valley. Da fliegen wir jetzt ganz kurz hin. Wir können das ja. Die Quest selber machen und abgeben könnt ihr mit einem anderen Digimon. Also wenn ihr dann 90er habt oder so, könnt ihr die auch mit dem machen. Annehmen müsst ihr die jeweils weiteren Quests auch wieder mit dem jeweiligen Digimon. Also fliegen wir jetzt mal Snowman Valley. Dum, 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 dum. Ich kann euch sagen, Alphamon lohnt sich richtig. Also, dass das nur für Tamer Level 55 ist, ist meiner Meinung nach echt lächerlich. Ich weiß noch, wie lange es gedauert hat, bis Level 70 mein Tamer zu leveln, damit ich Omegamon bekomme. Ja, ich kann eh gerade nicht sporten, deswegen. Bisschen Geld haben wir ja. Ich bin im Moment. Jetzt im Moment bin ich aktiver, deswegen trefft ihr mich wahrscheinlich auch öfter an jetzt. Ich habe als nächstes geplant, noch eine Zweitgilde aufzumachen, weil die erste schon so gut wie voll ist. Wir haben, glaube ich, 46 Leute von 50. Deswegen werde ich noch eine Zweitgilde aufmachen, aber dazu später mehr. Ihr müsst jetzt genau durch dieses Portal fliegen. Da steht zwar oben jetzt Snowstorm Village, aber das ist der komplette Bereich hier. Und Snowman Valley ist das hier. Deswegen, Snowman Village. Mein Gott. Ich hasse die. Ich kann mir die Namen nie merken. Deswegen, auf Geschieße. So, wir fliegen und fliegen und fliegen und fliegen. Nochmal, ganz großes Dankeschön an euch. Also, ich habe gerade gesehen, 450 Abos erreicht. Ich habe mir so einen Ast abgefreut. Ich bin ja am Rumhüpfen und am Rumzappeln und habe mir gedacht, so, bam, jetzt kann ich ein Special raushauen. Setze mich direkt hier hin und nehme auf. Wir müssen genau hier hin, an dieser Kante. Glaube ich, war das. Falls ich mich nicht irre. Aber ich glaube schon, ja. Ja, kommt hin. Oder? Ja, kommt hin. Hehehe, gutes Gedächtnis.
Ja, hier seht ihr auch schon Kalumon. Also ihr geht dann hier hin, auf der Karte seht ihr das hier, geht hier hin, quatscht mit Kalumon. Ihr gebt die Quest ab, wechselt wieder auf Ryodamon oder gebt sie direkt halt mit Ryodamon ab und nimmt die neue Quest an. Diese Quest sagt euch, ihr müsst etwas finden. Das Item, ich habe die Quest nicht komplett durchgelesen, ich weiß nur, dass ihr das Item von denen hier bekommt, von Seedramon. Also ihr killt jetzt so lange Seedramon, bis ihr dieses Item gedroppt bekommt. Ich habe glaube ich 4 Stück gehauen und dann hatte ich das schon. Bei manchen geht es schneller, bei anderen dauert es ein bisschen länger, aber normalerweise so 4-5 Stück brauchst du nur wegklatschen. Ich weiß nicht, ob Lieder auch gehen, ich habe einfach alles gehauen, deswegen und ich habe es von einem normalen Seedramon gedroppt, also ich schätze mal von normalen Seedramon. Ihr killt die, bekommt dieses Item, geht wieder zu Kalumon, gibt sie wieder mit Ryodamon ab, nehmt die neue Quest mit Ryodamon wieder an. Diese sagt euch, ihr sollt zu irgendwelchen Pinguinen gehen. Diese Pinguine, ich habe auch ein paar Minuten, musste ich glaube ich suchen. Und dann habe ich es mir durchgelesen, dann stand bei Mammutmon im westlichen Teil, also genau hier. Jetzt müsste auch eigentlich the place where the aquatic orb is at rest. Genau hierhin müsst ihr jetzt, wenn ihr hier seid, öffnet ihr euer Inventar. Ihr habt da drinnen einen Aquatic Orb von Kalumon gerade eben bekommen. Dort macht ihr Rechtsklick drauf und das war's auch schon. Ihr geht wieder zurück, gebt die neue Quest ab. So, ihr geht dann wieder zu Kalumon, ganz easy, ganz gechillt. Gebt die Quest ab, nehmt die neue Quest an. Und die neue Quest schickt euch zu Kalumon ins Dud Center zurück. Das heißt, ich fliege jetzt. Ich glaube, ich werde das rausschneiden, vielleicht diese Wege. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, ich lasse es ganz. Ich werde es eh wieder vergessen rauszuschneiden. Deswegen laber ich jetzt hier irgendwie weiter. Ihr fliegt jetzt ganz gechillt vor euch hin. Oder ja, ihr kriegt natürlich von Kalumon kriegt ihr auch Teleporter. Also den ersten kriegt ihr bei der ersten Quest, die ihr annimmt von Kalumon, kriegt ihr direkt so ein Snowstorm Valley Teleporter. Snowstorm Village Teleporter und dann müsst ihr nur noch da hochfliegen. Bezahlt halt keine 10M, ist halt günstiger. Da macht ihr die ganzen Quests fertig und wenn ihr dann mit Kalumon redet, nochmal im Snowman Village, dann bekommt ihr einen Dud Center Teleporter. Aber meistens seid ihr so schnell fertig, dass ihr den gar nicht benutzen könnt. Deswegen drauf geschissen, ich zeige euch halt den ganz normalen Weg. Ja, ja, ja. Bedenkt, das ist nur bis jetzt nur der Ryodamon-Part. Also, chillt, da kommt noch etwas. Da kommt noch ein zweiter Part mit Raptor-Dramon und ich mache natürlich beide. Und ich werde wahrscheinlich auch noch ein Omegamon, wie ihr Omegamon bekommt, werde ich euch auch noch erklären. Weil manche Leute echt verwirrend dabei sind und so muss ich die Frage nicht andauernd im Dingens beantworten im Chat oder in-game, während ich gerade am Farmen bin oder so. Da kann ich besser euch diesen Link geben und dann könnt ihr das sehen. So, jetzt sind wir hier wieder angekommen, gehen wieder ganz normal hoch zu Kalumon. Dieser sagt uns dann wieder, ihr wisst natürlich, mit Ryodamon, wirklich mit Ryodamon abgeben, annehmen und dieser schickt euch dann hier raus zur Ölraffinerie 3. Dort sollt ihr, ihr kennt wahrscheinlich, jeder kennt diesen Spot, wo die Dextoru Greymon sind, ganz hinten am Ende, wo auch Saber Leomon Boss rumgammelt. Davon, das klingt jetzt richtig viel, glaubt mir, das ist nicht viel. Davon müsst ihr 200 Items droppen. Zuallererst sei gesagt, die Items droppen hundertprozentig. Also ihr killt eins, ihr habt eins. Fertig. Und die haben die Spawn-Rate von den Viechern erhöht. Also ihr habt diesen kompletten Channel leer gemacht, geht kurz auf einen anderen Channel, kommt zurück, der komplette Channel ist wieder voll. Wechselt immer Channel, sucht euch einen leeren Channel, am besten Channel 0 aus. Also ich hatte bis 150 ging so klar, ohne dass ich immer hin und her switchen musste. Aber ab 150 hat sich halt ein bisschen gezogen. Ich habe, glaube ich, für die komplette Quest, also für alle 200 Dinger, 20 Minuten gebraucht, circa. Es geht schnell. Ihr braucht einfach nur ein 50er oder 60er Digimon, die one-hitten die Viecher in 0, nichts. 90er wäre auch super, 70er, alles was so über 40 ist, geht voll klar.
Ihr könnt es auch mit Ryodamon machen und den währenddessen halt leveln auch. Weil die, ich glaube, die geben noch 2% Profi. Ja. Ihr seht gerade den Weg zu eurer Raffinerie. Ihr müsst bis zum Arsch der Welt durchfliegen, durchlaufen, durchrennen, durchfahren, falls ihr Behemoth habt mit Bezumon oder keine Ahnung. Ihr lasst euch von einem Matt porten. Tamer Matt kann ja teleportieren alle 30 Minuten. Ihr lasst euch einfach von einem, der schon vorgelaufen ist, dorthin teleportieren. Wäre natürlich viel einfacher. Könnte ich jetzt auch machen, aber ich habe keinen Bock jetzt meine Gildenfreunde zu belästigen. ich habe gerade keine Musik an von Digimon. Das hört ihr bestimmt. Vielleicht packe ich Circle of Alchemist hinten ran, weil die Musik ist lizenzfrei. Das ist Werbung für die. Die machen richtig gute Musik, muss ich dazu sagen. Also lohnt sich echt, sich die Lieder mal reinzuziehen. So. Es sei gesagt, dies ist auch schon so gut wie der letzte Part von der Quest. Also ihr macht die 200 Dinger, das geht ruckzuck. Das ist der Hammer. Ich habe am Anfang gedacht, 200 Teile? Oh mein Gott. Ich saß vor der Quest so, dachte mir so, nee. Und ich wusste halt, dass immer voll viele da sind. Also am besten macht ihr die Quest an einem Wochenende. Nicht, wenn ihr könnt, in der Woche und ganz spät abends. Oder ich habe es morgens um 3 Uhr gemacht. Kein Schwein war da, wirklich nur hin und wieder so ein, zwei Leute, die so die ganzen krassen China-Farmer, aber ansonsten war eigentlich alles leer. Wenn ihr es gut habt, so wie ich, dann habt ihr einen Gilmon auf Burst Mode und drückt einfach ganze Zeit F2, weil die Range von dem Skill ist einfach nur übertrieben groß. Das würde euch auf jeden Fall weiterhelfen. Ansonsten macht ihr halt mit irgendeinem anderen Vieh, das geht alles. Ihr könnt sogar mit dem Starter machen. Also ihr fliegt jetzt hier hinten hin. So. Bam 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 bam. Achso, genau, hier kann ich euch zeigen, die Gilde ist so gut wie voll, 46 von 50. Es wird auf jeden Fall eine Zweitgilde kommen. So, ihr geht dann hier hin, klatscht dann diese Viecher. Die gehen richtig schnell, also ihr digitiert kurz. Und macht dann, ich wannete die zum Beispiel, weil ich Level 90 bin, deswegen geht das Ganze sehr schnell. Wechselt dann immer wieder zwischen den Channels. Manchmal ist sogar noch ein dritter Channel da, wenn viele Leute da sind. Ansonsten, ja, macht ihr das so. Kann ich schon porten? Nein, natürlich kann ich nicht porten. Das heißt, ich darf den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Sehr spannend. Das Problem könntet ihr natürlich auch haben, wenn das bei euch auch so schnell geht, wie ich es hier zeige. Die Quests sind echt einfach. Ganz ehrlich, für Ryodamon habe ich mir, hinterher habe ich mir so gedacht, so krass. Das war's schon für Ryodamon. Ging gut klar. Raptor-Dramon ist so eine andere Sache. Da komme ich aber gleich zu. Das ist nicht sehr lustig. Also da hing ich schon ein bisschen länger dran. Und Alphamon will ich gar nicht drüber reden. Eigentlich nicht. Nee. Ja, jedenfalls, ihr habt die Quest abgeschlossen. Ihr geht jetzt wieder ins Dutch Center, wenn ich dann irgendwann mal da ankomme. Ich muss fucking Inventar. Ich sehe gar nichts. Da lang. Und dann irgendwo dahin, glaube ich. So, Peru. Ja, müsste passen. Müsste ich da hinten ist das Teleportal. Ich bin sehr aufgekratzt, weil halt 450 Abos fast die 500er Marke erreicht, wo ich mir denke, so krass, hätte ich mir am Anfang nie vorgestellt, so ganz viele Leute schauen sich die Videos an, kommentieren, liken. Ihr, du da, genau, du vor dem PC, oder ihr vor dem PC, wenn ihr mit mehreren Leuten guckt, ihr schaut euch den Scheiß an, den ich hier verzapfe jedes Mal. Und dass das Ganze euch nicht langweilig wird, ist, verwunderlich, weil ich musste ja hin und wieder auch mal meine Videos gucken und ganz ehrlich, ich kann mir meine Stimme nicht den ganzen Tag geben, ich höre mich ja selber immer quatschen, ist schon schlimm genug und wenn ich dann nochmal die Stimme höre, oh mein Gott, geht gar nicht. ja, aber anscheinend scheint es gut anzukommen bei euch, deswegen
Ich bin schon stolz. Ja. I'm proud of me. Und natürlich bin ich sehr dankbar dafür. Ach ja. Ich weine gleich. Das ist so schön. So. Ich hoffe, dass ich nach den nächsten Quests, die ich euch jetzt gleich zeige, wenigstens porten kann. Was hat er jetzt noch? 12 Minuten. Oh mein Gott. Also bin ich schon seit über 10 Minuten am Labern, am Labern, am Labern. Ja, ich wollte das eigentlich sehr schnell machen. Hin und her teleportieren und dann zack, zack, zack euch zeigen. Bam, bam, bam. Aber irgendwie wird daraus nichts. Bin ich jetzt richtig geflogen? Ich hoffe schon. Ja, was ich cool finde, sind die Events, die im Moment am Start sind. Dadurch kriegt ihr richtig geile Sachen wie Miracle Foods, die richtig fett sind, um Viecher größer zu machen. Der ist jetzt auch wieder 123%, was mich natürlich sehr freut, weil er ja von 127 runter auf 120 haben die meisten von euch ja mitbekommen. Wo ich mich sehr drüber gefreut habe, natürlich, dass er runtergegangen ist, soweit. Ja. Und jetzt ist er wieder 123 und ich freue mich. So, wir sind angekommen. Ihr geht jetzt wieder. Hierhin. Gebt diese Kack-Quest ab, wieder mit Rio Damon. Nehmt die nächste Quest an und dann ist der Weg gigantisch. Also, ganz ehrlich, wie ihr den überstehen wollt, keine Ahnung. Ihr geht hierhin, quatscht mit dem, gebt die Quest ab. Nehmt die neue Quest an. Und dann würde ich euch sagen, wenn ihr zum Beispiel das mit Raptor Drama noch nicht fertig habt, gebt die Quest noch nicht ab. Das könnt ihr immer noch machen. Nehmt sie an, aber gebt sie noch nicht ab, weil ihr dann ein Eintages-Jogris-Chip bekommt. Und der läuft, sobald er in eurem Inventar ist, läuft er ab. Deswegen wartet, habt Geduld. Wenn ihr die Seite dann fertig habt, die meisten von euch nehmen alles gleichzeitig an, das weiß ich, aber so wie ich zum Beispiel, aber wenn ihr die Seite fertig habt, dann wechselt ihr euer Digimon. Geht auf Raptor Dramon. Bam, 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 bam. Nehmt die Quest an. Die nächste Quest, die euch dann wieder, ihr kriegt wieder ein Snowstorm Village Teleport Dingens, Dingsi. Dann geht ihr wieder dahin. Ja, wieder ein Weg zu laufen. Die Quest sagt euch, ihr sollt mit Galantmon reden. In, wo war das? Lass mich mal kurz nachsehen. Ich hab's mir kurz notiert. Galantmon Infinite Ice Wall, genau, und das war's. Ihr geht also da wieder hin, wo ihr vorhin wart, nur durch noch ein Portal. Das ist dann ganz rechts auf der Map. Infinite Ice Wall müsstet ihr eigentlich richtig schnell finden. Das ist auch da, wo ihr für Omegamon hin müsst. Schnell gucken, wo sind wir hier? Da ist Village of the Beginning, dann ist hier hinten Snowstorm Village. So, dort geht ihr wieder rein. Ja, ja, ich möchte die 10M bezahlen. Für mich ist es schon fast wie B. Also ich habe gemerkt, was mir aufgefallen ist, dass man in Maze jetzt viel besser farmen kann. Jetzt auch durch das neue Event kriegt man viel mehr Geld zusammen, weil man kann diese Hüte verkaufen. Manche sind sogar richtig teuer. Hier könnt ihr die sehen. Blaue Hüte, rote Hüte, gelbe, schwarze und weiße. Die weißen könnt ihr wegdonnern. Die sind scheiße. Weil ihr kriegt für 10 weiße Hüte ein einziges Chicken-Combo. Und ihr müsst immer wieder eine Quest annehmen, abgeben, annehmen, abgeben, annehmen, abgeben. Das ist die ganze Zeit total sinnfrei. Die schwarzen wiederum sind richtig geil. Ihr braucht 20 Stück von den schwarzen. Von den schwarzen. Und ja. Die könnt ihr dann, nachdem ihr die Quest mein Gott. Warte, einen Schluck trinken. Vielleicht geht's dann besser. Nachdem ihr die Quest angenommen habt, wieder abgeben, dann bekommt ihr Miracle Fruit. Für 30 gelbe bekommt ihr, was war das, ein Evoluta? Wer es braucht, ich brauch's jetzt nicht, aber wer es braucht. So, für 40, für 10 blaue bekommt ihr ein Achievement, das ist dieses Achievement, das kann ich euch kurz zeigen. Z, zack, das ist irgendwo ganz unten, da bekommt ihr Merry Christmas, habt ihr halt so Merry Christmas über den Kopf stehen. Ich weiß nicht, ob das gebraucht wird, ich brauch's jetzt nicht unbedingt, aber
ist was Schönes, weißt du? Zur Weihnachtszeit oder so war das bestimmt geil. Jetzt ist es nicht mehr so ganz so toll. Ihr geht dann hier hin. Ihr seht dies, meine Minimap. Ja, ja, ich werde ein bisschen geschlagen. Ist okay, ja, ist okay. Alles ist gut. Ja, komm, du schlag mich auch noch. Ihr lauft dann Infinite Ice Wall. Bla, 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 bla. Oh, Pyron, hörst du auch mal auf zu labern? Nö. Nö, nö, nö. Es gibt, ich habe diese, also ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Ich habe alles alleine rausgefunden. Ich habe aber jetzt gerade, als ich geguckt habe auf YouTube, weil ich wollte wissen, ob es das schon gibt, weil wenn es das noch nicht gegeben hätte, wäre ich einfach, Dingens, wie heißt das, hätte ich es auf Englisch gemacht und hätte es dann auf Deutsch irgendwie hingeschrieben oder mit Untertitel oder so. Aber es gibt das Ganze schon auf Englisch, deswegen habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, machen wir es halt für unsere Community. Nein, greif ihn nicht an. Oh mein Gott. So. Schön hast du das gemacht. Wolltest du nochmal ein Skill zeigen? Hast du super. Wir müssen. Achso, wir müssen noch einen Tacken weiter. Auf der Map sieht das dann so aus. Ihr müsst hier irgendwo hin. Genau hier oben drauf ist der. Oder ihr redet mit meinem Galantmann. Ha 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 ha. Oder mit eurem. Nein, nein. Hier, da sind wir. Ihr gebt die Quest ab wieder. Nehmt die neue Quest dann an mit Raptor Dramon. Der sagt euch dann, die neue Quest wird folgende sein. Ihr sollt irgendwie Galantmon required irgendwas. Request, irgend so ein Scheiß. Ganz easy, ihr geht auf. Ne, müsst ihr, glaube ich, gar nicht. Ihr geht. Da sind sie schon. Da sind sie schon. Ihr müsst einfach dieses Skullgrammon klatschen. Bis ihr 10 Teile habt. Bis ihr so ein Teil gedroppt habt. Wenn ihr die Quest fertig habt, geht ihr wieder hier. Oder Argomon. Argomon muss. Genau, ihr müsst Argomon killen. Skullgrammon war damals. Das ist jetzt nicht mehr so. Ihr geht jetzt. Ihr fliegt einfach weiter. Entweder Skullgrammon oder Argomon. Ich weiß es gerade nicht. Genau, ich glaube, ich habe diese Alka-Demon gekillt. Die klatscht ihr dann eben kurz weg. Oder die Skygrammon, das seht ihr dann in der Quest, wird es auch angesagt. Oh mein Gott, ey, du bist so ein Idiot, ne, Pyron? Ach ja, komm, töte es. Dankeschön. So, ihr habt dann dieses Item gedroppt. Ihr geht dann wieder hier hoch. Dum, 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 dum. Gebt diese Quest wieder mit Raptor Dramon an. Ab, gibt's, nehmt die nächste wieder an und die nächste sagt euch dann, bitte, bitte geht zu Leomon, weil der hat was für euch. Der ist ein ganz netter, der gibt euch was, da geht er dann hin und dann habt ihr das auch fertig. Noch nicht ganz, da kommt dann noch was Kleines. Wir machen uns dann auf den Weg, ihr geht auch nicht zu diesem Leomon, ihr geht dann auf der Map hier hin, zu diesem Ort. Da, wo dieser Fels ist, hier zwischen so. Hallo, drehst du dich? Nein, natürlich nicht. Ihr geht dann hier erstmal hin. Und hier ist er. X-Antibodies Predator Leomon. Mit dem quatscht ihr dann wieder mit Raptor Dramon. Gebt die Quest ab, nehmt die neue Quest an. Und die neue Quest ist ganz easy, ihr killt einfach 10 von denen hier. 10 Anubimon. Machen wir hier mal zur Show so. Die halten auch nicht wirklich was aus. Zack. Einmal Damage gemacht, einmal Skill drauf. Oh, der droppt noch nicht mal was. So, ihr killt 10 Stück davon, gebt die Quest wieder ab. Nehmt dann wieder die neue Quest an und dann könnt ihr endlich wieder zurück ins Dat Center. Ich hoffe. Oh mein Gott, ich kann immer noch nicht. Ich muss weiterfliegen. Alles klar, fliegen wir halt weiter. Wieder zurück. So. Ja, dann geht ihr wieder zu Kalumon und dann kommt die größte Scheißquest überhaupt. Ganz ehrlich, ich habe die Quest zusammen mit Shuichi LP gemacht. Wir haben die gleichzeitig begonnen und abgegeben und ich habe auf ihn gewartet. Also ich habe sie vorgemacht. Bis zu den letzten beiden Quests. Einmal das 200 Dingen sammeln und einmal das, was ich euch gleich erkläre. Ich habe fast viermal so viel Viecher wie der gekillt und ich habe einen Tag länger gebraucht als er, also ein paar Stunden länger. Weil ich dann irgendwann keinen Bock mehr hatte, weil es mich halt aufgeregt hat, aber ja.
Und am Ende hatte ich doch, habe ich doch meinen Alphamon höher gezogen als er sein. Weil ich einfach cool bin. Was ist cooler als cool? Eiskalt. Mua, 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 mua. Witz, komm raus, du bist umzingelt. So, wir fliegen wieder zurück. Dam, dam, daram, dam, daram, dam, daram. Während der hier lädt, mache ich mir schön Piepsche. So, ihr habt jetzt alles so gut wie fertig. So gut wie erledigt. Ich gebe euch einen Tipp. Wenn ihr kein Ding ins Yoga-Chip habt, beziehungsweise wenn ihr keine Digi-Aura habt, gebt die Quest noch nicht ab. Ihr braucht Digi-Aura, ganz ehrlich. Ihr verballert viel zu viel Food, um die DS vom Tame aufrechtzuerhalten, wenn ihr später Alphamon habt, weil der verballert richtig viel. Also richtig krass viel sogar. Ich glaube 65 alle paar Sekunden. Und das ist echt krass. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, was sich Joymax oder was sich die DMO-Entwickler, also Move Games und so, dabei gedacht haben, aber ganz ehrlich, das geht gar nicht klar. Kannst du nicht bringen. Kannst du einfach nicht bringen. Wo ist denn hier Megumi? Gib Gummi, Megumi. Ja, Alter, stell dich genau rein. Ich hau dir gleich aufs Maul. So. Ihr seid dann wieder im Dot Center. Dum, 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 dum. Da müsst ihr noch einmal gleich ganz kurz wohin fahren und dann habt ihr die Quest auch so gut wie erledigt. Und ich glaube, nachdem ich da hingefahren bin, kann ich dann auch wieder zurückporten und dann geht das Ganze auch ein Tacken schneller. Ja. Ihr geht wieder hier hoch. Bla, bla, bla. Warum zeigst du uns immer das Service Superior? Ja, weil so ist die Quest halt. Ihr geht wieder hier hoch, ihr gebt die Quest ab, nehmt die neue Quest an, wieder mit Raptor Dramon natürlich. Und jetzt sagt er euch, du Digger, du musst so ein paar Dinger verhauen und Sachen droppen. Ihr braucht irgendwie so ein, keine Ahnung, irgend so ein Item, A, B, C, D. So. Ich erkläre euch jetzt ganz kurz, wie das Ganze funktioniert. Ihr geht auf ETC, ihr bekommt ein so ein Gate geschenkt, so ein Terminal Gate A, bekommt ihr geschenkt. Ihr kauft euch, also ich habe es gemacht, ich brauchte 90 Stück. Ganz ehrlich, also ich brauchte 90. Der André, also Shuichi LP, der brauchte glaube ich nur 30. Dann hat er es fertig. Ich kenne jemanden, der hat nach 5 Stück, hat er direkt schon sein Dingens fertig gehabt. Manche hatten ein paar mehr Versuche. Also ich glaube der Musa, noch so ein Freund, den kennt ihr vielleicht. Den habe ich auch einmal mitgenommen in irgendeinem Let's Play. Der Musa, der hat auch knapp, weiß ich nicht, 2 Stunden oder hing ja an der Quest. Ich selber habe knapp 3 Stunden gebraucht, halt 90 Dinger. Entscheidet selber, wie viel Geld ihr habt, wie viel Glück ihr wahrscheinlich haben werdet. Also ich rate jedem, holt euch 50 Stück von den Dingern und das müsste erstmal passen. So, dann geht ihr... Jetzt müssen wir nach Western Area Outskirt. Und dann zur Gloomy irgendwas. Also die Stelle heißt Gloomy, schieß mich tot. So. Bam, badam, bam, 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 bam. So, da ist Western Village. Available. Starmon of Passion. Das ist zum Glück jetzt nicht so weit weg. Also ihr geht Western Village, rechter Ausgang, direkt seid ihr schon Western Area Outskirt. Fliegt dann an der linken Wand ganz nach oben und dann seid ihr schon da. Aber ich zeig's euch ganz kurz. Ich bin ja ein Zeiger, ein Macher. Was ich euch raten würde, macht das Ganze mit irgendwelchen Gildenkollegen. Ganz wichtig ist, ihr müsst als erstes angreifen. Weil ihr die einzigen seid, die die Quest habt. Oder wenn jemand anderes noch die Quest auch hat und schon fertig ist oder so, aber noch nicht abgegeben hat, dann geht... Nee, dann geht das glaube ich nicht. Aber wenn ihr so zu zweit dieselbe Quest macht, dann geht das zum Beispiel. Ihr geht dorthin. Mit ein paar Gildenkollegen. Am besten Leute, die Alphamon haben oder Omnimon, weil so das A-Vieh, was ihr gleich spawnt, ihr spawnt ein Vieh. Durch dieses Terminal Gate A-Dingen da. Ihr spawnt es. Dann muss es, wenn ihr es gekillt habt, dann muss dieses Vieh, Dextorugoramon heißt es. Warte, wir fliegen kurz hoch. So.
Ihr seht hier jetzt gerade Road to Western Dingenswummens und jetzt müsste Gloomy irgendwas kommen. Flieg hoch, da. Gloomy Outer Area. Ihr könnt hier schon anfangen zu spawnen. Also ich hab meinen Vieh hier gemacht. Auf der Map, ich zeig's euch kurz, das ist dann hier oben die Ecke. Dort könnt ihr, also alles was so ausgegraut ist, dort könnt ihr dann eure Viecher spawnen. Der erste Tipp ist, passt auf, dass nicht irgendwelche Leute kommen und euch die Sachen klauen, also das Vieh dann wegpullen und euch, so dass ihr Target verliert und so, und dann wisst ihr, weil dann droppt ihr erstens nichts und die versuchen euch die Sachen zu klauen. Passt darauf auf, also schaut euch immer um, ich mache meistens so den Blick nach hinten, dann sehe ich, ob jemand kommt und kill dann hier das Vieh. Ja, so, ihr setzt das A-Gate ein, killt dieses Vieh, es droppt euch mit, ich glaube, die A-Viecher droppen mit fast 90% oder 80%iger Wahrscheinlichkeit droppen die euch ein B-Teil, also ein Terminal-Gate B. Ihr bekommt von dem A-Vieh aber noch etwas, so ein A-Antidot irgendwas, das braucht ihr für die Quest, dann habt ihr das erste fertig. Dann killt ihr das B-Vieh. Dadurch bekommt ihr dann ein C-Terminal mit, ich glaube, 40%iger Wahrscheinlichkeit. Ein C-Gate. Und natürlich dieses Antidot C. B. Antidot B, genau. Dann spawnt ihr das C-Vieh, killt wieder das C-Vieh. Bekommt dann mit, ich glaube, 20%iger Wahrscheinlichkeit oder sogar nur 10%iger Wahrscheinlichkeit einen D-Terminal und das C-Teil, was ihr für die Quest braucht. Danach killt ihr dann, wenn ihr dann endlich ein D-Gate bekommen habt, killt ihr das D-Vieh und das D-Vieh droppt mit, ich weiß es nicht. Also manche sagen mir 100%, das kann aber nicht sein, weil ich habe, lass mich nicht lügen, ich glaube, ich habe 12 D-Viecher gehauen, bis ich endlich mein Teil fertig hatte. Auf jeden Fall, ihr killt das D-Vieh und das D-Vieh muss dann auch noch dieses D-Item droppen. Wenn ihr das D-Item dann habt, dann seid ihr fertig. So. Wichtig ist, muss ich euch sagen, die werden immer stärker. Also A-Vieh ist noch ganz leicht, das schafft ihr locker mit einem 70er, irgendwie klatscht ihr den um. Das schafft ihr auch solo. B-Viecher sind schon ein bisschen schwerer, die haben glaube ich doppelt so viel HP. C-Viecher haben dann, denke ich mal, doppelt so viel wie die B-Viecher. Und D-Viecher haben dann doppelt so viel wie die C-Viecher. Also D dauert schon richtig lange. So ein Vieh, ich habe es alleine mit Omegamon Level 72 probiert, das hat richtig lange gedauert. Ich hing hier, weiß ich nicht, 3-4 Stunden insgesamt. Also sucht euch Hilfe, nehmt ganz viele Gildenkollegen mit. Wichtig ist, ihr müsst als erstes attacken und ihr müsst das Item bekommen. Also es darf keiner vor denen attacken. Ihr setzt einen Skill ein, einen Normalhit, dann dürfen die erst angreifen. So, wenn ihr das dann fertig habt, ich wünsche euch viel Glück dabei, weil ganz ehrlich, ich habe es übelst verkackt. Dann habt ihr wahrscheinlich wieder eine Timebomb, portet euch wieder zurück, gebt dann die Quest bei Kalumon ab, nehmt die neue Quest wieder an, rennt dann wieder zu Omegamon, gebt die Quest ab, nehmt die neue Quest wieder an und dann müsst ihr entscheiden, ob ihr es jetzt schon haben wollt, den Eintages-Yoga-Chip oder nicht. Ihr bekommt einen Eintages-Yoga-Chip, also ihr gebt hier die Quest wieder ab, nehmt die neue an. Lauft wieder runter, müsst ihr auch wieder mit Raptor Dramon machen. Gebt dann hier wieder die Quest ab, nehmt die neue wieder an. Und dann entscheidet ihr selber. Also ihr kriegt einen Eintages-Yoga-Chip und 5, glaube ich, einmalige Yoga-Chips. Also wenn ihr hier, das sieht dann folgendermaßen aus. Ihr setzt, ich muss mit Musa machen. Ihr setzt den ein, ihr drückt auf V, nehmt euren Chip raus, setzt Yoga-Chip ein, dann ihr und danach könnt ihr immer noch den Yoga-Chip rausnehmen. Die einmaligen verschwinden, nachdem ihr euch digitiert habt, und die Eintagesdinge halten halt einen Tag. Also ihr könnt euch einen ganzen Tag lang digitieren. Ihr müsst halt selber entscheiden, wie ihr das Ganze macht. Noch ein Tipp, ihr könnt den Chip rausnehmen und danach eure Dingens, VB-Dinger zum Beispiel, weil der hier ist Virusbuster, kann ich euch kurz zeigen, Virusbuster. Dann könnt ihr VB-Chips reinballern. Ich habe 2 74er drin. Und ich kann euch kurz die Stats zeigen. Der ist jetzt auf 12-12 enchanted. Der kriegt 762 durch die Chips dazu. Blag Keks. Der hat 6085 HP und das auf Level 59. 2000 DS. Skill Damage ist 12.000 plus 2400. Also
14.600, fast 700. Und Cooldown sind 8 Sekunden, DS-Konsum 920. 920 ist mehr als bei Omegamon. Der Damage ist fast gleich, aber Omegamon verbraucht nur 800. Und ihr heilt hiermit gerade mal 900. Also das sind die höchsten, die ihr kriegen könnt, und die heilen gerade mal 900 DS. Und die F1 ist ganz nice, 422 DS. Bei Omegamon sind es 400 DS. Und der macht ein bisschen mehr als 5000 Damage. Also lohnt sich auf jeden Fall. Alphamon macht echt Spaß, und die Normal-Hits, ihr habt gesehen, 1900 ATK hat er. Die hauen auch übelst krass rein. Klont den, zieht den hoch, macht den auf 5-5 oder 4-5 und ja, levelt. Ich denke, das war's jetzt. Also, wenn noch Fragen irgendwie offen sind, irgendwas nicht richtig verstanden wurde oder so, schreibt mir einfach in die Kommentare. Ich beantworte die Fragen natürlich ganz klar, wie immer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Daumen hoch ist immer willkommen. Teilt das Video, zeigt es euren Freunden, wenn die die Quest machen und irgendwas nicht verstehen. Und wenn ihr findet, das ist gut erklärt, dann teilt dieses Video. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß noch. Bis dahin, viel Spaß. Tschüssi.